Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, weiter geht's hier bei FIFA 16 Karriere mit Swansea City. Nach der Niederlage gegen Bournemouth 1:2 am 24.12. geht's nun weiter am 26.12. den Boxing Day gegen den FC Everton. Norton ist für ein Spiel gesperrt. Und Odegaard würde gerne spielen und Siggi hat gesagt, er würde gerne eine Pause haben wollen. Ja, ich glaube, das ist auch nicht so eine schlechte Idee. Wir müssen jetzt sowieso mal sehen, dass wir den einen oder anderen draußen lassen. Baines ist absolut nicht in Form, Tabanu ebenso wenig. Ayu hat aber stark gespielt. Hier würde ich gerne Mahrez sehen. Und hier auf jeden Fall Ward-Prowse. Im Sturm würde ich eigentlich, oder doch mal für Traoré, Akinfenwa eher mal bringen. Und in der Verteidigung für Williams mal Fernandes. Ja. Da schauen wir mal, das so klappt. Wird nicht leicht. Jetzt habe ich zwar nicht geguckt. Everton. Auf welchem Platz die gerade stehen. Ich schaue auch gerade mal, ob wir gegen sie schon gespielt haben in der Hinrunde. Nein. Okay, dann geht wirklich die Rückrunde mit dem Spiel gegen Tottenham los. Gegen die hatten wir ja am 14. Spieltag schon das Vergnügen. Das Topspiel also gleich noch kurz vor neuem Jahr. Everton auf der 8 mit 25 Punkten. Das Wetter sieht gut aus für Weihnachten. Lukaku sehen wir dort. Gomis 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Unser gefährlichster Mann in dieser Saison. Da sehen wir gleich The Beast neben ihm. Akinfenwa und auch Ward-Prowse. Da sehen wir die Aufstellung von Everton. Die jetzt nicht mehr natürlich ihren Baines haben. Der bei uns eine ordentliche Saison spielt. Im letzten Spiel allerdings nicht gut ausgesehen beim ersten Gegentor. Und dazu hat er, glaube ich, den zweiten Elfmeter verloren. Aber abhaken und jetzt eine ordentliche Leistung hier vollbringen. Klar ist auf jeden Fall gegen Tottenham, muss ich auch noch wieder den einen oder anderen schonen, der heute zum Einsatz kommt. Denn dieser Rhythmus in 2 bis 3 Tagen. Der kostet natürlich einigen Kraft. So. Versuch von Akinfenwa. Stones. Gut, den Einwurf. Gut von Ward-Prowse. Schön gespielt auf Ayu. Und Gomis. Da hat nicht viel gefehlt. Gute erste Aktion nach 6 Minuten. Ayu und Gomis. Wie im letzten Spiel fast. Mit der frühen Führung diese Kombination. Mit der Hacke weitergespielt von Lukaku. Ward-Prowse nicht aufgepasst.
hier passt er auf. Holt sich den Ball wieder. Und macht das Tor. Wunderschön. 12 Minuten gespielt. Erst den Ball verloren und dann wieder geholt. So muss das sein. Und cool geblieben vor allem. Akinfenwa und Gomez zu weit hinten, dass er noch auch hätte abspielen können. Und Howard im Tor. Keine Chance. Ach nee, er steht gar nicht im Tor. Die Nummer 36. Bin ich gerade überfragt, wer das ist. Und ist das der Linksverteidiger Holgate möglicherweise? Der neue Link. Nachdem Baines ja zu uns abgewandert ist. Wieder also eine frühe Führung. Jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass wir es diesmal nicht verkacken. Wieder Ward Prowse dazwischen. Diesmal etwas glücklos. Foulspiel von unserer Seite aus. Shelby kann es nicht fassen. Akinfenwa. Shelby. Und der wird da gelegt, aber es gibt auch hier keinen Freistoß. Mahrez verliert den Ball. Unglücklich. Und Everton ist wieder in Ballbesitz. Komm, es rauscht da vorbei. Oh, interessanter Passversuch. Sehr hart gespielt vor allem. Und Ward Prowse mit einer exzellenten Technik. Flügelwechsel von Everton. Und wieder zurück zum Torhüter. Stanek heißt der. Okay. Klingt tschechisch. Kein guter Pass diesmal wieder von Ward Prowse. Sehr abwechslungsreich, der Junge, in dem Spiel heute. Torschütze, aber auch schlechte Pässe hier. Shelby, den Passversuch auf Gomez. Akinfenwa auf Ward Prowse. Kommt nicht an. Lukaku hängt da noch so ein wenig in der Luft. Kopfball von Lukaku. Gegen den kleinen Baines, glaube ich, als Gegenspieler. Kombination. Schade. Schöner Versuch von Ayu. 37 Minuten gespielt. Oh. Stanek. Und Akinfenwa springt auch einfach mal dazwischen. Eine gute Aktion von Everton durch den Kopfball von Lukaku. Ich glaube, das war Baines, der nicht den allerbesten Eindruck gegen seine alten Kollegen macht.
Stones, Shelby, Ward Pros, Gummies auf Shelby. Da fehlt ihm am Ende ein bisschen das Glück und auch die Geschwindigkeit. Stanek, Kinfenma. Und Mares, war das Mares? Der Bellerin, der da liegen bleibt. 1:0, keine tolle Partie. Die ersten 10 Minuten, aber danach ging so. Die weiteren Halbzeitpartien an diesem Boxing Day. Derby County, Norwich 0:1. Sunderland führt 1:0 gegen Manchester City. Manchester United führt 1:0 gegen Southampton. Stoke gegen Crystal Palace 1:1. Tottenham, Chelsea 0:0 und West Brom gegen West Ham 0:1. Arsenal gegen Newcastle und Bournemouth, Hull City sind später. Und ja, Gommis mal rausnehmen, Traoré bringen in der zweiten Hälfte. Schon mal einen Wechsel vollbracht. Heute mal ohne Tor geblieben, Gommis. Schöner Einsatz von Akinfenwa. Mares. Gut durchgetankt. Auf Ward Pros und der vergibt diese große Gelegenheit, gleich nach der Halbzeit hier nachzulegen. Schön von Bellerin. Schlecht von Mares. Dem natürlich so ein bisschen Wettkampfpraxis fehlt. Ja, schön von Bellerin. Genfenwa. Gut von Ward Pros. Und leider gewinnt er das Duell nicht. Aber jetzt holt er sich den Ball zurück. Schön gemacht. Super. McCarthy kommt für Leedsen. Traoré. Da wollte er den Fallrückzieher noch probieren. Und Mares. Guter Versuch. Ah. Schade. Traoré. Oh. Stanek. 28. Dezember Everton gegen Crystal Palace. Während wir erst am 29. Dezember dann gegen Tottenham spielen. Hier starke Parade vom Tschechen. Nächste Auswechslung bei Everton. Während wir unsere Partie sehen. Ja, 29. Dezember in der White Hart Lane. Tottenham gegen Swansea. Das Topspiel. Mit Spiel hatten wir 1:0 gewonnen durch das Tor von Gommis. Der Wechsel jetzt bei Everton. Tom Cleverley kommt für Liam Britton. War der nicht bei uns, der Britton? Und da ist das 2:0. Der Captain war es. Fernandes müsste das gewesen sein, ja. Der ja für Williams spielt. Wichtiges Kopfballtor. Und Ward Pros nach dem Tor in der ersten Halbzeit hier die Vorlage gegeben. Stark. Und Stanek nach den Paraden zuvor sieht da hier nicht allzu gut aus. Kommt auch so ein paar Schritte nach vorne. Wäre er stehen geblieben, hätte er wahrscheinlich eher die Chance gehabt, den zu halten. Das erste Saisontor für Federico Fernandez. Und nach 60 Minuten. Baines können wir mal rausnehmen. Tabanu dafür bringen. Denn Baines brauchen wir gegen Tottenham wahrscheinlich auch. Dort hinten. Baines bei seinem Ex-Club wird natürlich ausgebuht. Und für Everton wird es jetzt natürlich schwer. So richtig viele Chancen hatten sie nicht.
durch Lukaku, dieser eine im ersten Durchgang per Kopf. Und der Ward-Prowse, der zeigt jetzt schon wieder, außer dass er jetzt natürlich trotzdem den Ball verloren hat, wie wichtig er ist. Butland, auch das nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Und Akinfenwa spielt den Pass zu lang. Viel Glück gerade, was Everton da spielt, dass die Pässe ankommen. Pass auf Traoré, der lange nicht getroffen hat, aber es ist Abseits, schade. Ja, er macht eine unglückliche Figur in den letzten Partien, zwar ein paar Vorlagen kam, glaube ich mal. Zusammen. Slimani kommt für Lukaku im Sturm bei Everton. Gut von Shelby. Fenwa gewinnt nicht das Duell. Der stärkste Mann bei FIFA 16. Wir warten jetzt weit aufgerückt, um nochmal einen Angriff zu forcieren. Dann kommt dieser Fehlpass. Und Traoré, der immer mehr zum Vorbereiter wird. Naja. Kein Fan war, da kam nicht mehr viel Power gerade bei dem Schuss zusammen. Ja, nochmal vielleicht eine Gelegenheit. Ayu ist aber da. Steht da Gold richtig. Lässt sich aber auch den Ball abnehmen. Das gibt noch mal eine Ecke, während wir noch mal Odegaard in die Partie bringen. Sein letzter Wechsel, damit der auch zufrieden ist. Federico Fernandes, 6 Einsätze, ein Tor. Ja, für ihn als unseren eigentlich dritten Innenverteidiger, was die Stärke ja angeht, mit 79, ja, zu wenig Einsätze. Butland diesmal sicher. Denkt man. So, und jetzt geht's ja nochmal ab, die Luzi, Traoré. Auf Akinfenwa. Der macht das 3:0 und sein erstes Tor in der Premier League. Erdbeben. Gut gemacht von Traoré. Spielt da noch ab. Und lässt The Beast das Tor. Schön. Schön ausgekontert dann noch. Aber viel Glück, denn nach dem der Abwurf von Butland direkt zum Gegner ging. Aber der leider auf nicht der Kopfball, der dann kam, weiterging, sondern zurück zu uns kam. Konnten wir dann doch noch den Konter in Angriff nehmen und somit die voll endige Entscheidung hier bringen. Nochmal Foulspiel von Stones möglicherweise. Ja. Nochmal Kopfballszene hier.
Könnte aber auch. Ne, war doch nicht unser eigener Mann. Schön gespielt. Fan war. Ja, den macht er auch nicht allen Tagen. Aber schön zu sehen, dass er jetzt auch sein erstes Premier League Tor hat. Und Stones gegen die alten Kollegen. Bringt er noch mal fast einen Zauberpass an den Mann. Dann ist das Spiel zu Ende. 3:0. Gutes Ergebnis. Und weitaus besser gespielt als zuvor gegen Bournemouth. Wir schauen uns nochmal die besten Szenen an. Gomis in der 6. Minute nach Vorlage von Ayu mit dem Kopf. Da hätte es schon klingeln können. Dann das Tor durch Ward-Prowse. Wunderbar, wie er das alleine macht. Und das ist natürlich wieder eine Schippe gegenüber Siggi. Der es umso mehr dann schwerer hat. Blend in der 34. mit der Parade. Das war, glaube ich, diese einzige Szene, ja. Lukaku kommt da durch gegenüber Baines. Aber ansonsten kam nichts von den Toffees. Und dann das 2:0 Ward-Prowse mit der Ecke und Fernandes mit dem Kopf. Und jetzt dann Akinfenwa nach Vorlage von Traoré zum 3:0. Und nochmal Slimani in der 89. mit diesem Kopfballgelegenheit. Ja, das war's dann auch. Schüsse 2:8, Schüsse aufs Tor 1:7 und beim 56:44%. Ward-Prowse, bester Mann. War auch abzusehen. Ein Tor, eine Torvorlage. Dazu auch Traoré mit einer Torvorlage. Und das Tor von Ward-Prowse wird nur an ihm festgemacht. Spiele schauen wir uns gleich im Überblick an. Ich sehe aber auf jeden Fall, dass Tottenham verloren hat gegen Chelsea, was natürlich den letzten Spieltag schon wieder ausgleicht. Aber wir gucken mal die 26.12. jetzt hier mal an. Derby County gegen Norwich 0:1. Arsenal schlägt Newcastle 1:0. Bournemouth gegen Hull City 2:1. Everton gegen Swansea 0:3. Sunderland gegen Manchester City 2:0. Manchester United Southampton 2:0. QPR gegen Liverpool 1:1. Stoke City Crystal Palace 2:2. Tottenham gegen Chelsea 0:1. Und West Brom gegen West Ham 1:2. Heißt in der Tabelle nach der Hinrunde, die jetzt abgeschlossen ist, wir sind Herbstmeister sozusagen mit 45 Punkten vor Tottenham mit 41. Arsenal 38, Chelsea 35, Newcastle 32, Manchester City auf der 6, 30 und West Ham, starker 7. mit 30 Punkten, Man United auf der 8, Stoke, Everton, Liverpool nur auf der 11, West Brom, Sunderland, Hull City, Norwich, QPR und Bournemouth über dem Strich, Southampton, Crystal Palace und Derby County sind ganz unten. Ja, klar, kurzes Fazit, 14 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Denke ich mal, wenn wir jetzt die 2 Niederlagen wirklich ausnehmen, wo wir wirklich richtig schlecht gespielt haben teilweise. 42 Tore, 13 Gegentore, also alles im grünen Bereich. Wir sind in den Pokalwettbewerben dabei, wir sind in der Champions League im Achtelfinale. Also ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Was können wir noch angucken? Ach ja, die Torjägerliste können wir mal kurz schauen. Gomis 13 Tore vor Sanchez von Arsenal mit 9, Rooney, Manchester United, Menes, Newcastle, Costa, Chelsea, Hernandez, Hull City, Boni, Manchester City und Toral, Arsenal, alle mit 7 Toren dahinter. Haben wir denn jemanden auf dem 2. Platz? Siggi immerhin 5 Tore auf der 17. Und Ward-Prowse auch 5 Tore, 24. Also enge Kiste. Torvorlagen, Gomi 6 Torvorlagen, Michu 5 Torvorlagen, also der ist auch die Saison stark. Traoré 5 Torvorlagen, auch gut dabei. Ja. Ohne Gegentor Butland 10 Mal, ohne Gegentor Worm von Tottenham 6 Mal und Manon oder Manoné
von Sunderland mit 5 Mal ohne Gegentor. Ja, was wollte ich noch zeigen, wenn wir schon mal gerade dabei sind? Wir könnten natürlich noch mal die Europa League angucken uns, wer sich da so durchgesetzt hat. Ach, da gibt es ja erst noch das 32. Finale. Deswegen müssen wir wieder noch die andere Ansicht wählen. Wenn sie kommt, ja. Also in Gruppe 1 aus deutscher Sicht Gladbach und Gent weiter. In Gruppe B Rennes und Chelsea. In Gruppe C Sevilla und Braga. Gruppe D Schalke und Krasnodar. Gruppe E Florenz und Sporting Lissabon. Gruppe F Tottenham hat es geschafft und Girondins Bordeaux. Gruppe G Milan und Monaco. Gruppe H Lazio Rom, Panathinaikos Athen. Gruppe I Fenerbahce und Club Brügge. Und Gruppe J Eindhoven und Grasshoppers, Frankfurt ausgeschieden. Gruppe K Valencia und Southampton auch weiter geschafft. Und in der Gruppe L Real Sociedad San Sebastian und der HSV. Ja, dann war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf die nächste. Wie gesagt, dann geht es Platz 1 gegen 2. Oder besser gesagt, glaube ich, wir spielen auswärts. Platz 2 gegen 1, dann also gegen Tottenham, gegen Swansea. Könnte für uns ein kleiner Faktor werden. Dann könnten es sogar 7 Punkte Vorsprung werden. Und ja, Arsenal und auch Chelsea könnten an Tottenham ranrücken, wenn uns das gelingt. Und wir könnten uns absetzen. Ich sag wieder vielen Dank fürs Zusehen und dann ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.